Lieber Alex, schön, dass wir uns hier treffen auf der Expo Real, auf dem wieder einmal sehr schönen CTP-Stand, farbenfroh. Ihr investiert in diesem Jahr, wo wir wirklich mit vielen Herausforderungen zu kämpfen haben. Warum? Es ist genau die richtige Zeit zu investieren, die Früchte zu bekommen der letzten 20 Jahre, die man jetzt ernten kann und sozusagen jetzt voranzugehen, zu investieren. Man schaut sich an die Baupreise, die jetzt tatsächlich wieder nach unten gehen, die Opportunitäten aufmachen. Dinge, die in den letzten 2-3 Jahren schier unmöglich waren, zu guten Preisen zu bauen. Auch das Thema Nearshoring, die Unternehmen, die nach Deutschland auch zurück wollen, ist, glaube ich, eine große Marktopportunität und für uns als Bestandhalter in diesem Aspekt genau der richtige Zeitpunkt. Lass uns das mal konkret zusammenfassen. Also ihr investiert wie viel? Wir haben geplant, in Deutschland in den nächsten 1-2 Jahren 300 Millionen zu investieren in die Akquisition von Grundstücken. Und wenn ich euch richtig beobachte, dann investiert ihr viel in Brownfields, aber ihr seid auch ein großer Bestandshalter. Vornehmlich sind wir der Bestandshalter, denn unser Geschäftszweck ist die Generation von Miete, dass wir Mieten verdienen. Deshalb ist das sozusagen unsere erste Aufgabe, diesen Bestand voranzutreiben und weiterzuentwickeln, auch im Kontext der Nachhaltigkeit und ESG. Aber eben auch die Akquisition von neuen Projekten, die für uns natürlich maßgeblich auch dieses Wirtschaftswachstum vorantreibt. Und da augenscheinlich natürlich, weil wir durch den Bestand auch sozusagen Experten sind, was die Bestandsimmobilien angeht, auch da zu schauen, was für Bestandsimmobilien gibt es am Markt, Sale-and-Lease-Back-Geschichten. Und dann eben zu schauen, wo liegt der Wert der Immobilie? Zum einen wirtschaftlich, aber auch zum anderen nachhaltig. Nicht gleich von vornherein zu sagen, wir reißen alles ab und bauen neu, sondern Projekt für Projekt individuell sich anzuschauen und dann eben die beste Projektstrategie zu entwickeln. Gerade bei der Revitalisierung von Industriebrachen gibt es viele, viele Herausforderungen. Was ist aus deiner Sicht als stringenter Marktbeobachter die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung ist die technische Sanierung der Gebäude, weil einfach diese Industriebrachen, die man heute vorfindet in Deutschland, sehr weit technisch noch rückschrittig sind und vor allem auch die technische Dokumentation der Gebäude im Wesentlichen nicht vorhanden ist. Also dieses Aufbereiten ist zeitintensiv, arbeitsintensiv, aber es lohnt sich, denn meistens kann man was Schönes draus machen. Beispielsweise in Wuppertal haben wir eine große Fläche gekauft, die zu 50% auch unter Gebäudedenkmal steht, unter Denkmalschutz, wo wir jetzt gemeinsam mit Architekturbüros daran arbeiten, zum einen einen Masterplan zu entwickeln, wo wir diesen Bestand wieder industriell zum Leben zu erwecken, aber eben auch in Teilen Abriss nachdenken und auch eine Neubau, einfach ein neues Industriequartier zu schaffen und damit natürlich auch für die Kommunen und für die Städte Mehrwert wieder zu schaffen auf brachliegende Industrieflächen. Lieber Alex, ich danke dir. Ich danke dir, Tim.